Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Marianne Burmester und ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Burmester aus der 35. Reihe. Am Anfang möchte ich kurz etwas zu dieser Messe sagen. Sie wurde durch die High End Society, die sich im Jahr 1982 gegründet hat, ins Leben gerufen. Damals hieß es noch nicht High End Society, später. Es waren 11 Gründungsmitglieder und einer davon war Dieter Burmester. Alle Jahre, fast 35, war Dieter Burmester dabei. Dieses Jahr ist das erste, wo die High-End ohne Dieter stattfindet. Ich kann sich vorstellen, dass mir das ein bisschen schwerfällt, hier heute vor ihm zu stehen. Sein Plan, einen Nachfolger zu finden, der fast 40 Jahre eine Firma geführt hat, der hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie es laufen soll. Aber er hatte ins Auge gefasst, einen Teil der Firma an einen geeigneten Investor zu veräußern. Aber er wollte als Gesellschafter ja weiterhin in der Firma integriert bleiben. Sein Tod im letzten Jahr hat diesen Plan vereitelt. Für uns, die Familie, war dann schnell klar, dass ein Verkauf nicht in Frage kommt. Wir wollten garantieren, dass die DNA, die Philosophie der Firma Burmester mit all seinen großartigen Mitarbeitern erhalten bleibt. Bisher habe ich nun die Geschäftsführung wahrgenommen und habe nach bestem Gewissen und Vermögen versucht, die Firma erfolgreich und stabil weiterzuführen. Und der Erfolg mit diesen tollen Mitarbeitern zusammen hat uns, glaube ich, recht gegeben bisher. Es war von Anfang an klar, dass meine Aufgabe zeitlich begrenzt sein würde und wir einen neuen Geschäftsführer suchen. Dieses wollten wir mit Ruhe und Bedacht angehen. Unsere Suche war erfolgreich. Wir haben einen perfekten Kandidaten für diese Aufgabe gewinnen können. Alain Zenker, bisher Direktor Marketing aus Deutschland. Ich darf ihn heute hier begrüßen und herzlich willkommen in der Burmester-Familie. Sie werden sich dann nach. Henke wird sicher auch nachher noch ein paar Worte zu ihm sagen. Die Schuhe, die Dieter Burmester uns hinterlassen hat, sind sehr groß, aber wir sind ganz gut alle gemeinsam reingeschlüpft und wir werden die Zukunft meistern. Und wie diese aussehen wird, das werden Ihnen nachher die Kollegen von der Entwicklungsabteilung erzählen. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten für Sie mitgebracht und wir sind gespannt auf Ihre Reaktion. Ich bedanke mich jetzt erstmal für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Messe.